kleiner Lausbube, du. Du Lausbube. Also Lausbube. Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung und willkommen zur 20. Folge Minecraft Leben. Heute mal mit, ja? Sturmwaffel. Ja? Hier. Okay. Hi. Hallo. Hi, na? Was machst du denn hier? Ich hab richtige Probleme, Alter. Du kannst mir helfen? Was denn? Was hast du denn? Ich hab alles verloren, Mann. Ich bin richtig im Arsch. Ich hab alles verloren, bin richtig im Arsch. Und okay. Dann würde ich mal sagen, ich brauch Sachen. Passend zur Karnevalszeit. Verkleiden! Sagt man ja. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Ja komm, dann mach ich dir was, natürlich. Komm mit rein. Ja, wir sind für dich da. Wir als Gemeinde. Als kleine, süße Handwerkergilde. Die wird nämlich jetzt bald gegründet übrigens, ne? Lass mal wieder was zum Berichten und zu schreiben. Denn die Handwerksgemeinde? So eine kleine Gilde, weißt du, so Leute, die sich gegenseitig aushelfen. Okay. Beim Bauen, beim Schreinern, beim Schneidern. Aber wird der Loot auch geteilt? aber wird der Loot auch geteilt? natürlich. Also, man probiert sich ja gegenseitig auszuhelfen. Ich gucke jetzt mal. Ich glaube, let me not lie. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Hose. Warte, ich schon mal kurz. Oh Gott! Was nein! Machst du? Was machst du? Nicht sterben. Hast du Wasser? Hast du Wasser? Nee, nicht hier oben. Ich hab nicht genügend. Dann. Wo? Nee, okay, ganz außen. Ich werde sterben. Wo hast du? Ich werde sterben. Nee, ich werde sterben. Ich hab nichts. Ich bin tot, das war's. Ja gut, aber du hattest ja jetzt nicht so viele Sachen dabei, ne? Die kann man ja schnell hier lassen. Oder wo bist du gespawnt? Ich bin so leid, Alter. Ah komm, ich habe jetzt ganz viele Sachen für dich. Wenn du zurückkommst, ich gebe dir sogar noch Protection-Sachen, damit du kriegst ein bisschen Aufwertung. Und hier sind die Cops, Alter. Ich glaub's nicht. Die Cops? Ja. Okay. Die Miliz. Zack, zack, zack. Warte. Upsa. Hey, brauchst du noch. Geilo, danke. Wie, was macht die Miliz? Bei dir? Nee, hier im Rathaus. Da bin ich ja gespawnt. Oh, war das? Schnell. Dein Mülleimer, ey. Oh. Ja, irgendwie haben Leute ein Problem mit dem. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Also die finden den einerseits total beleidigend. Und andererseits finden die noch super. Oh Gott. Das ist ein Enderman direkt vor deinem Haus. So, mach mal auf hier. Das ist schon. Ist schon. Ansonsten kannst du auch tatsächlich unten über die Leiter gehen. Deswegen ist immer offen. Also, okay. For you. We got these. Die sind zwar ein bisschen angehittet alle. Da musst du vielleicht nochmal aufbessern, aber... Digga, verzaubert? Jupp. Krass. Ja, das sind meine ganzen alten Sachen und da ich meine Rüstung jetzt sowieso behalten möchte. It's for you. It's the best you can get. The best quality. Ich eh nicht. Dann, ne? Merkt ihr das? Handwerkergilde hat dir schon mal geholfen. Wir sind alle süß und lieb. So, ich setze mich mal wieder hier hin. Dann wird erstmal meine Rüstung verbrennen. Dankeschön. Ich bräuchte noch was zu essen von dir. Achso, ja, stimmt. Das habe ich gar nicht mehr gegeben. Einmal for you. Danke. Da hast du mir schon gegeben, aber es ist verbrannt. Ja, Was? Nee. Die lange. Achso, diese Folge, ich war ewig lange nicht mehr bei dir. Ich würde super gerne nochmal reingucken, einfach so in den normalen Betrieb, denn das originale From the Future Gebäude oder der Hauptverlag steht noch nicht, ne? Nee, ich war ja dann, wie gesagt, verhindert. Ja, das hat man gehört. Geht sowas in der Stadt rum. Okay, warte. Also es ist eigentlich nicht viel passiert. Habe ich dich noch nie rumgeführt? Ein einziges Mal am Anfang. Hast du gerade, glaube ich, angefangen zu bauen erst. Ja. Also wir zusammen, meine Zuschauer und ich, wir waren lange nicht mehr bei dir. Okay. Ich weiß ja, dass da einiges abgegangen ist. Das ist ja wobei, ich hatte dir das ja doch alles gezeigt mit dem Briefkasten und alles. Ja, aber es kann ja, was ist denn hier wieder? Freiheit für Bumsdoggy? Okay. Du bist nicht fehl am Platz, okay. Okay. Ja, gut. Mhm. Oh, okay. Okay. Ich komme nicht rein. Lass dir schmecken, La Familia. Läuft bei La Familia, Alter. Die haben einen richtig Kuchenüberschuss. Richtig gefährliche Mafia. Aber das Leute Buch? Mit Kuchen anscheinend. Naja, okay, alles gut. Ja, läuft, okay, geil, komm rein. Ich muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, ne? La Familia, mir immer unsympathischer. Vielleicht mal bald was gegen tun. Wir kleinen Handwerker, wir. Ja.
Alter, was ist denn hier los bei dir? Hier muss mal auch mal wieder Ordnung geschaffen werden. Du weißt, ich bin so ein kleiner Messi. Ja, ich merke das gerade schon. Also es ist echt hier so, hier tritt man ein Stück Kuchen, hier so ein Muffin, ey. Ja, und gestern, du weißt ja, ich stehe momentan unter Anklage und gestern habe ich mir gedacht, komm, schnappst du dir mal alle Beweise, die du hast, und dann bin ich verbrannt und gestorben mit all meinen Beweisen. Ja, das habe ich gesehen, alles, leider. Das ist echt, echt scheiße gelaufen. Das war's jetzt, Alter, das war's jetzt. Man hier schon, gibt so einen kleinen Sneak Peek in die nächste Zeitungsausgabe vielleicht? Nö, die gibt's ja gar nicht, leider. Okay. Nee. Das ist so ein bisschen... Aber ich meine, du hast das ja alles noch in Aufzeichnungsmaterialien, oder? Also kann man nicht das verwenden so ein bisschen? Nee, eben nicht. Das hatte ich nie aufgezeichnet. Ich habe ja auch gespielt hier ohne Aufzeichnung. Ich bitte dich, dieses X hier bitte nicht filmen, denn hey, das ist nichts. Das ist nichts? Nein, das ist nichts. Du weißt schon, dass ich ganz genau weiß, was da drunter ist. Nein, das weißt du, das kannst du auch nicht wissen. Ich weiß das natürlich. Nein, du weißt gar nichts. Du weißt gar nichts! Ah, ich weiß, glaube ich, viel mehr als du denkst. Aber das ist ja auch wieder eine andere Geschichte. Ja, aber sowas zum Beispiel, ich glaube, den Überhang, also ich kenne einfach vieles nicht. Und das ist. Überhang? Also hier, das ist so überhängt und hier reingebibbelt wird. Übrigens für die Leute, dieses kleine wunderbare Geräusch war gerade eben der liebe Konkrafter, der mich mal wieder angestupst hat, während ich im Aufnahmeraum bin. Liebe dich, Luca, danke dafür. Und. Cool, das liebe ich natürlich am meisten, wenn die Leute ihre Kisten protecten, dass ich nicht abbauen kann. Ja, das ist super, ne? Das ist richtig genial, gar Alter. Nicht das mehr ist natürlich kann, ne? Richtig cool. Das ja, ist richtig ich sag cool, ja, La Familia braucht mal langsam ein richtiges Statement. Ja, richtiges so, dann müssen wir halt Statement. Kurz hier, müssen wir uns kurz hier durchmogeln. Okay. Ja. Hier? Ach, da! Ah, guck mal. Das ist mein Haus ist die reinste voller Bude, ey. Das ist echt. Mann. Naja, dann ist halt hier oben einfach. Aber das ist ja auch das Leben von einem Zeitungsredakteur, weißt du, überall Kuchen. Ja. Das ist schön. Das sieht richtig schön aus mit Shader. Das habe ich noch nicht gesehen, glaube ich, mit den Betten. Ja, das hat hier die kleine Rangelecke. Das ist echt die kleine Rangelecke. Oh, guck mal, hier hat sich jemand reingeschietet. Geil, guck mal, Alter, was ist los mit den Leuten, ey? Oh Mann, oh, ey, diese ganze Sheet. Cheat-Hack, ne? Aber es sind halt auch raffinierte, das sind so kleine Tüftler. Weißt du, das ist ganz normal. Da kommt schon so ein Story auf uns zu hier. Okay. Billige Cheats und Hacks. Billige Cheats und Hacks. Hast du schon mal überlegt, irgendwas hier noch in die Bäume zu machen oder so? Ja, so hatte ich. Ich habe einige Überlegungen gehabt, bevor die Miliz da mein Haus gestürmt hat und alles zerstört hat. Jetzt habe ich gesehen, die waren ein bisschen unerhört, ne? Dass sie einfach das Recht rausnehmen. Auch das war eine Frechheit, ja. Besonders, weil du nichts getan hast. Nee, das, ja, so weit würde ich nicht gehen, aber... Okay. Na gut. Okay, gut, dann würde ich sagen. Das aber war's mit der Folge nach 6 Minuten. Dann kann ich zumindest mein Pferd jetzt mal hier in Sicherheit bringen. Ach, das ist dein Pferd. Du hast es geschenkt bekommen, glaube ich auch, ne? Ja. Weißt du von wem? Von wem? Von der Miliz. Ernsthaft? Ja, 2 Tage bevor sie mich verhaftet hat, die Bastarde. Was, Entschuldigung. Was denn? Oh, was ist denn da los, okay? Das ist halt alles. Das ist halt Beamtenwillkür, weißt du doch. Okay, Beamtenwillkür, meine Fresse. Okay, zack, 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 kommen wir mal. Wo bist du? Was ist denn hier noch? Ich bin hier gerade mal um Simons Haus rum. Hier ist irgendwie geht immer ziemlich viel ab, ey. Hier geht richtig viel ab. Hast du schon mal. Nee, das mache ich jetzt nicht mit dir. Das glaube ich zu krass. Da hinten ist er schon wieder. Es gibt hier einen verfickten kopflosen Reiter. Tut mir leid für die vielen Schimpfwörter heute in der Folge. Ich habe schon von gehört. Aber, hä? Hab ich schon von gehört. Ja, der ist da hinten wieder. Kiros läuft ihm auch gerade hinterher. Lass mal bitte hinterher. Der ist gerade da unten ist er. Ich will endlich wissen, wer das ist. Der ist immer nur. Also, was heißt. Der, nicht kopflosen Reiter, das ist nur der Kopfreiter, weil du siehst immer nur einen Kopf. Da. Wer ist das? Wer ist das? Oder was ist das? Ich weiß es nicht. Ich will endlich wissen, wer das ist, ohne Scheiß. Der läuft hier so oft rum und keiner hat einen Plan, wer es ist. Das kann er nicht angehen. Das ist echt, und er ist auch viel zu schnell. Das ist mal ein Mysterium, um was ich kümmern muss mit deiner Zeitung hier. Das kann doch nicht sein. Ist deine Kamera dabei? Ja. Oh Gott, ey. Aber er ist weg jetzt, ist oder? Weg wieder. Ey, nee, der ist da hinten. Okay. Nee. Der ist weg. Der verschwindet auch so schnell wieder, das ist unglaublich. Der ist schon 2-mal bei mir auch vorbeigeritten. Ich habe keine Ahnung, wer das ist oder was das ist. Was will der da hinten hier? Der kleine Almarch? Guck dir den mal an hier. Guck dir den mal an, wunderschön. Hm? Diese Augen, dieser Mund. Oh, voll sweet. Upsa, wer war das? Aber ey, ich glaube im Endeffekt ist das so Kedos oder so. Stell dir mal vor. Das ist alles nur Luke und Schein. Ja, aber wir haben eben beide gesehen, wenn wir eben Kedos und... Ja, okay. Aber vielleicht hat er noch so ein... Oh Gott, Mini-Zombie! Alter, komm auf einmal hier Gustav an und klatsch mir richtig eine von der Side. Aber du hast ihn auch sofort das Messer im Bauch gerammt. Ja, Digga, ich bin... Ich hatte letztens einen Traum, wo du davon redest. Ich habe richtig Panik bekommen.
Ich hatte... Warte. Ja, erzähl mir von dem Traum, während wir zum Friedhof gehen, damit es gruselig ist. Okay. Warte. Wenn ich jetzt mir viel Mühe geben würde, würde ich hier gruselige Musik runterlegen. Mach ich jetzt aber nicht, aber deswegen... Deswegen mache ich jetzt einmal so. Jetzt das Sauerschleife. Da ist er wieder! Ja, was? Beim Friedhof? Vielleicht ist es ein Toter oder so. Er reitet weg. Komm, schnell. Warte, okay, ich bin hinter dir. Okay. Alter, wer ist das? Ja, ich will ihn halt auch nicht. Man sieht halt auch keinen Namen darüber, ne? Nein, weil er Unsichtbarkeitskrank hat und dann halt nur den Helm aufgesetzt. Was ist das? Ist er wieder weg? Ey, das ist so krass, ne? Ey, das ist ein richtiges Mysterium einfach. Das ist richtig komisch. Das ist richtig gruselig. Na gut, okay, erzähl mal deinen Traum. Also ich war zu Hause, also bei mir zu Hause, und dann bin ich rausgegangen und dann kam so jemand, ist das der Friedhof? Nee, das ist nicht der Friedhof, das ist ein Haus, oder? Da hinten ist der Friedhof. Tatsache, ja, du hast recht. Warte, nur kurz hier rüber, damit es ein gruselig wird. Also ich war bei mir, bin auf die Straße gegangen, in meinem Traum, und da war da ein Typ, der ist total betrunken zu mir gekommen. Okay. Und hat mir gesagt, so, hey, ist das hier so und so die und die Adresse? Ich habe gesagt, nee. Und dann ist er wieder in ein Auto eingestiegen, was plötzlich auf der Straße war, ne? Und dann bin ich dem hinterher und wollte ihn festhalten, damit er nicht ins Auto steigt, weil du kannst ja nicht so total betrunken Auto fahren, ne? Also richtig spannend. Und dann war das so ein Traum, wo ich den nicht festhalten konnte, weil ich keine Kraft hatte. Und dann ist er in das Auto eingestiegen und hat mir davor noch eine geklatscht, also war total aggressiv auf einmal. Und wollte mich dann irgendwie, irgendwas Böses auf jeden Fall. Und dann wurde ich total wütend. Also ich hatte auf einmal eine totale Wut und bin ihm dann hinterhergerannt. Und der ist auch nicht sehr schnell gefahren, hat aber immer Autos angedodged. Da ist er wieder. Warte, ganz kurz. Wer ist das? Mann, Alter, ey, es ist unglaublich. Das ist richtig komisch. Das gibt es doch nicht. Ich dachte sogar, das wäre irgendwie dieser Zektus gewesen oder so, weil der sich ausgelöst. Der ist hier auf dem Server gerade. Der ist aber auch nicht, doch, jetzt ist er wieder da. Das könnte der sein. Aber das macht keinen Sinn. Der war ja auch gerade eben da ganz hinten. Alter, es gibt es doch nicht. Das ist richtig und dann der komisch. Traum? Erzähl weiter. Okay, jetzt ist er. Warte. Oh, ich habe die Sichtweite auch so niedrig wegen dem Shader. Und dann. Ja, rennst du deinem Haus? Dann bin ich dem hinterhergerannt. Warte, der ist fast vor meinem Haus. Oh, ich muss wieder essen. Das ist halt sein Vorteil. Der muss halt nicht essen, ne? Mhm. Ach, verdammt. Okay. Dann bin ich dem hinterher. Dann hat er irgendwann einen Unfall gebaut, ist rausgefahren. Und ich weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall, für irgendwie den Schmerz, den er mir dann zugefügt hatte, habe ich ihn dann in den Magen noch getreten, obwohl er dann da lag. Es war richtig komisch. Also ich war einfach nur wütend dann auf den auf einmal. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und stand in dem Garten. Und das war irgendwie auch mein Zuhause. Und dann, also ganz plötzlich bin ich einfach nur zurückgegangen, stand im Garten. Und dann ist dieser Typ in so einem Fischer, weißt du, in so einem Fischer-Outfit, also mit so diese Hochseefischer, weißt du, mit diesen gelben Jacken. Ja. Und dann so einer gelben Mütze. Auf einmal stand der vor mir, blutverschmiert. Ja. Also ist so, hat sich ganz schnell bewegt. Und dann war ich aber total irgendwie, also hatte ich überhaupt keine Angst davor und hab gesagt, tu, was du tun musst. Und dann ist er so ganz schnell auf mich zu und hat mir mit einer Sense in den Bauch gerammt. Und dann bin ich aufgewacht. Okay. Also so, er hatte, glaube ich, irgendwie auch gesagt, du hast mich umgebracht oder so. Das war ein entspannter Traum. Das war richtig abgefuckt. Und danach konnte ich echt nicht mehr pennen. Dann lag ich nur noch wach, ey. Das war, also es hat mich so mitgenommen. Mit so einer richtigen Sense. Und dann war Blackout und dann war ich weg. Und dann, also dann war ich wach. Das war total gruselig. Interessante total Geschichte. Gruselig. Aber der kopflose Reiter macht mir ein bisschen mehr zu schaffen. Weil es ist auch schon ein paar Tage her, ich kann nicht wieder schlafen, alles gut. Aber war heftig auf jeden Fall. Gut. Gott, Alter. Oh. Ich dachte, du reagierst auch, dass ich jetzt eine Sense in der Hand habe, aber gut. Das ist keine Sense, aber ist das eine Spitzhacke? Nee, danke. So eine riesige Spitzhacke im Bauch gerammt. Gut, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, wir bleiben auf jeden Fall weiter dran, wenn es um den kopflosen Reiter geht. Dieser Sepp-Dude steht auch da oben auf dem Dach von Palut und beobachtet uns. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde in letzter Zeit von sehr vielen Seiten beobachtet. Oh, okay. Interessant. Aber warum? Ja, das wüsste ich auch ganz gerne. Wer beobachtet dich? Der Sepp, komm mal mit. Jetzt gehen wir dem hier mal noch kurz auf den Mund. Stimmt hier auf dem Dach gerade. Da steht er doch. Hier oben. Aha. Ja, auf jeden Fall Meister des Versteckens. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Du stehst hier einfach nur. Ich verstehe hier gar nichts mehr, Leute. Ich bin weg vom Fenster. Ihr ertränkt mich jetzt. War's für heute. Gut. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da.
Schaut auf jeden Fall auch bei Bergi vorbei. Da gibt es, glaube ich, weitere sehr, sehr spannende Geschichten. Du bist ja auch noch in sehr viele ominöse Geschichten da momentan verwickelt und sehr viele Spielchen. Ja, und, ach. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann, wie gesagt, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn ich nicht verbrannt bin, dann sehen wir uns morgen. Hey, geh aus dem Feuer! Geh doch aus dem Feuer! Haut rein. Oder hast du so Feuerresistenz? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Stimmwaffel. Tschüss. Okay.